Première question. Alors Daniel Roux, entraîneur de l'équipe U19, après le match malheureusement perdu contre l'Allemagne 8-4, on peut faire un petit bilan de la journée. Ja, gut, die Bilanz vom Tag ist positiv. Wir haben das erste Spiel gut überstanden gegen England. Wir haben gewonnen. Resultat weiß ich eigentlich nicht mehr, weil ist mir für mich nicht so präsent. Zweites Spiel gegen Österreich ist sehr schlecht geworden, aber am Schluss positiv gewonnen. Leider haben wir sehr schlecht gespielt am Anfang. Sie haben diesen Spiel sehr, sehr gut kaputt gemacht in dem Sinn. Aber ich sage, es ist gut gewesen. Drittes Spiel in Deutschland ist klar gewesen. Es ist mehr eine Taktik für mich. Ich habe mit 14 Spielen Spieler gespielt, aber es ist positiv gut, kein Verletzter und die Mannschaft ist gut drauf. Alors justement, ce match où tu as joué avec 14 joueurs, donc ça veut dire 6 joueurs sur le banc, c'est pour les reposer pour demain. Wie ich gesagt habe, gegen Deutschland haben wir ein bisschen Taktik gespielt. Ich habe mit 14 Spielern gespielt, weil der erste Punkt war, gegen Österreich haben wir sehr schlecht angefangen. Die Spieler haben keinen Druck gehabt. Für sie war das sehr ein überhebliches Spiel gewesen. Und das war nicht ein bisschen Druck machen. Sie haben gemerkt, etwas passiert jetzt und sie haben gut gespielt. Ja, natürlich gewisse Spieler liegen lassen, damit sie gut drauf sind für morgen, wo sie einen wichtigen Match haben. On a vu l'équipe de Suisse qui a des très bons moments, des moments moins bien, où on prend des buts. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour demain? Also, ganz sicher mal, was wir müssen bessern, ist die Position der Spieler. Vor allem die Spieler sind sehr, sehr am Ball fixiert und sie sehen wenig, was rundherum läuft. Boxplay, Powerplay ist natürlich auch etwas schwach, was wir haben. Powerplay je noch besser als Boxplay, aber das müssen wir sicher besser machen. Und die Stimmung ist momentan super, aber ich merke, dass sobald es negativ ist, dass man relativ in ein Loch geht und das muss ich besser machen. Très bien, alors on vous souhaite bonne chance pour demain, la demi-finale, et on espère vous revoir en finale. Merci. Merci à vous.